Es ist heute üblich geworden, lassen mit der Begründung, man wolle sich überhaupt erst selber finden bzw. sich selbst verwirklichen. Das scheint so etwa im Sinne von Aristoteles zu sein. Aber Aristoteles hatte auch schon gesagt, dass der Mensch ein Zoon Politikon ist, also ein Gemeinschaftslebewesen. Und diesen Gedanken hatte allerdings vorher Sokrates schon sehr viel deutlicher zum Ausdruck gebracht, indem er klar gemacht hat, du als Mensch lebst von der menschlichen Gemeinschaft und wenn du glücklich in dieser menschlichen Gemeinschaft leben möchtest, mit Anerkennung von anderen und auch erfolgreich von anderen unterstützt und geschätzt, dann ist es ganz selbstverständlich, dass du nur dann sinnvoll leben kannst, wenn du versuchst herauszufinden, in welchen Hinsichten, wie Sokrates sagte, du nützlich sein kannst für die menschliche Gemeinschaft. Das ist der Weg der Selbsterkenntnis. Und da können wir lernen, denn es ist nicht ganz klar, welche von unseren Fähigkeiten wir da einsetzen können. Und da müssen wir auch eine ganze Menge probieren, bis wir das herausgefunden haben. Aber das sind dann die Fähigkeiten, die uns zu einem sinnvollen Leben verhelfen. Und wenn wir das herausfinden wollen, dann ist es gänzlich falsch, etwa die Familie zu verlassen, wie es inzwischen Mütter oder Väter tun, mit der Begründung, sie wollten sich selbst verwirklichen. Das ist die Verwirklichung des Unsinns. Das ist die Verwirklichung eines Lebens, welches gerade der Sinnhaftigkeit entbehrt. Denn Sinn bedeutet immer Zusammenhänge erhalten, Zusammenhänge ermöglichen oder Zusammenhänge aufbauen. Zusammenhänge zu anderem Leben. Denn Leben, Leben. Und wenn wir sinnvoll leben wollen, und ich denke, das muss wohl doch das höchste Ziel eines jeden Lebewesens und besonders eines selbstverantwortlichen Menschen sein, dann wird es nicht anders sein können, als dem Rat des Sokrates zu folgen, dass wir unsere Selbsterkenntnis dahingehend betreiben, dass wir versuchen herauszufinden, in welcher Hinsicht wir nützlich für die menschliche Gemeinschaft sein können, allerdings heute sicherlich noch darüber hinaus, in welcher Hinsicht wir nützlich für die Erhaltung der ganzen Natur und damit auch für die Erhaltung der Menschheit in der Zukunft sein können.